heritage of a poverty, the heritage of a misery, the heritage of a poverty indeed. Es ist ein Erbe des Elends, der Armut. Whether in South Africa or in other African countries, it's just poverty. Poverty and poverty because of this uranium, because of this nuclear operations. Der Uranbergbau produziert Armut. I would like to say here and to insist in my speech today that without uranium existence in Africa and in the rest of the world, this factory behind me would be closed. Ich arbeite dafür, dass der Uran-Nachschub unter anderem aus afrikanischen Ländern aufhört, denn wenn kein Nachschub an Uran da ist, muss eine Firma wie diese hier schließen. We will like to remind you that wherever uranium is mined, landscape is destroyed. Wo immer Uranbergbau betrieben wird, bleibt eine vernichtete, eine zerstörte Landschaft zurück. Water and air are poisoned by uranium and by all decay products of this mineral. Wasser und Luft in diesen Regionen ist vergiftet mit Uran und seinen Zerfallsprodukten. People who are found, who are living on this exploitation site, will have been promised the paradise on Earth. Die Umgebungsbevölkerung der Uranbergbaugebiete, den Menschen wurde das Paradies auf Erden versprochen. But on the contrary, they will receive cancers and all horrible diseases that will be caused by the activity of this uranium mining on this nuclear industry. Aber statt des Paradieses auf Erden zu erleben, leiden die Menschen dort in der Umgebung an Krebs und schrecklichen anderen Krankheiten, die vom Uran verursacht werden. And the principal victims of these activities, let me tell you, are women who give birth to newborns with horrible malformations. Die Hauptopfer dieser, man kann sagen, dieses Verbrechens sind Frauen, schwangere Frauen, die Kinder gebären mit schrecklichen Fehlbildungen. Wir stellen fest, dass die, ich übersetze ein bisschen frei, dass die Atomfirmen zurzeit eine unerfreuliche finanzielle Situation erleben. They are going through a terrible economic difficulties. Sie haben größte ökonomische Schwierigkeiten. This happens in France with the EDF and because they did not choose to leave nuclear and coal and und Atom zu den erneuerbaren Energien gewechselt sind. We have to help them leave this nuclear and move this to this renewable, because it has been shown that by saying this, we want to make it possible to end uranium production in Africa and in the rest of the world. We want to make sure. Wir wollen sicherstellen, dass die Uranproduktion in Afrika beendet wird.
because if there is no uranium on the market, there will be no processing factories like the one behind me here, and no nuclear plants and all. Denn wenn kein Uran auf dem Markt ist, wenn wir aufhören, das zu produzieren, dann kann so eine Fabrik nicht mehr arbeiten, weil sie den Stoff nicht hat und keine Atomkraftwerke können betrieben werden. Also we are deciding to close uranium mining in Africa. This Urenco is going to close soon because it won't function without uranium from Africa. So, das ist die wichtige Verbindung hier heute. Wenn wir die Produktion von Uran in Afrika erfolgreich stoppen können, dann wird auch diese Fabrik zumachen müssen. We have to end the nuclear industry today. We must end the uranium mining in Africa. Heute. 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 Ganz herzlichen Dank, Gordon, für deinen sehr engagierten Vortrag hier. Und dass du uns nochmal darauf aufmerksam gemacht hast, die Verbindung von Afrika zu dieser Anlage hier, die in Afrika Tod und Krankheit bringt. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass dieser Zusammenhang nochmal hergestellt wurde und wir uns darüber auch Gedanken machen müssen. Noch ein kurzer Hinweis, hier laufen gleich Leute mit Spendenboxen rum. Wäre schön, wenn der ein oder andere Center drin landen würde. Und jetzt darf ich Gerd nochmal um eine musikalische Begleitung bitten. Dankeschön. Ich möchte erstmal das Mikro auch einen kleinen Zusammenhang herstellen zwischen Belgien, dem Uranabbau im Kongo und den USA. Es gab da einen Deal, die belgische Atomtechnologie ist von den Amerikanern geliefert worden, weil die Amerikaner aus dem damaligen Belgisch-Kongo das Uran bekommen haben. Von daher gesehen ist da ein Zusammenhang, der uns heute noch beschäftigt mit Tihange. Manteldefekt, riskante Schäden entdeckt. Das hat die Leute geweckt. Darum wird jetzt im Manteldefekt. Nun seid ihr selbst aufgeschreckt. Und klar, dass euch das nicht schmeckt. Doch gar keine Wahl, schaltet die Schrottmeile ab. Risse im Stahl, hält einer das für normal? Die Folgen sind doch fatal, ihr schaufelt selbst euer Grab. Sonst tut es euch später leid.
keinen Schutz in der Luft. Man muss bei Zeiten sich wehren, sonst darf man sich nicht beschweren. Strahlengefahr rückt auch von weitem ganz nah. Sagt nicht, das wäre euch nicht klar. Man wird das Ding abgestellt. Wenn was passiert, das Atomkraftwerk havariert, ihr die Kontrolle verliert, was nützt euch dann euer Geld? Schön, heute hier zu sein, und ich sag mal hallo Freunde und Freundinnen der Sonne, das meine ich jetzt nicht meteorologisch, sondern das meine ich energiepolitisch, und hallo Freundinnen und Freunde des Friedens, und das meine ich politisch und das meine ich auch zutiefst menschlich. Ich bin heute als Delegation aus dem Wendland hier, ich gebe zu, eine sehr kleine Delegation, aber mit ganz herzlichen und solidarischen Grüßen, sowohl zu diesem Ostermarsch als auch an alle Gruppen, die über viele Jahre hier schon aktiv sind, um die sofortige Stilllegung der Urananreicherungsanlage in Gronau jetzt endlich mal umzusetzen. Das Atom, das hat zwei Seiten. Nicht eine schlechte, die der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki, wie die amerikanischen Energiekonzerne der japanischen Bevölkerung versucht haben, weiß zu machen. Und eine vermeintlich gute, wie die der fast kostenlosen, unbegrenzten, klimaschonenden, das sind alles Zitate, Stromerzeugung. Nein, das Atom, das hat zwei schlechte Seiten. Die eine Seite ist die militärische und die andere ist keine zivile, sondern ist eine, die auch nur Verderben bringt, egal wo man anfängt. Ob beim Uranabbau, wie wir gerade von Golden Misabiko gehört haben, über jegliche Schritte, die danach folgen, bis hin zur überhaupt nicht lösbaren Lagerung von Atommüll. Mein Mann kommt mit. Auto mit Auto. Was? Vier Leute. Die ganze Scheiße still! Hopp, hopp, hopp! Botro TV. Botro TV. Heute Abend.
Kreise werden angeführt. Das heißt in diesem Fall, das könnt ihr alle. Bla 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 Und sprach es sei besorgt ums Land, die sagte es doch gleich. Bla 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 bla. Ganz kurz mal eben vorab, es ist noch jede Menge Kuchen da. Ihr müsst alle noch was essen, das geht so nicht. Jetzt hier an der Marienkapelle zu unserer Abschlusskundgebung. Und möchte noch darauf hinweisen, dass wir ganz in der Nähe der Urananreicherungsanlage uns befinden, die hier hinter der Kapelle liegt. Ich möchte hier auch begrüßen unseren ersten Redner, den Pastor im Unruhestand, Dr. Karl Wilhelm Thorhorst aus Schüttorf. Und ich darf ihm das Mikro übergeben. Ein paar Nordhörner sind ja sicher auch hier. Und wir haben Nordhorn Range, das ist ja der Bombenabwurfsplatz. 1973 war, ja, man kann so sagen, die größte Demonstration und die größte Besetzung, die wir damals in Westdeutschland überhaupt erlebt haben. 1973 waren ungefähr 15.000 bis 20.000 Menschen beteiligt an der Besetzung des Bombenabwurfsplatzes Northern Range. Das ist also eine Wüste, könnte man sagen. Der nennt sich auch Engler Wüste. Daran geht ein Kanal. Das war natürlich alles abgeriegelt. Da werden versuchsweise eben Bomben abgeworfen. Und um auf den Platz zu gelangen, haben Arbeiter damals eine Pontonbrücke gebaut. Und so haben wir gewissermaßen den Platz langsam, aber sicher gestürmt. Dort, oder wir, ich gehörte ja auch dazu, ein Zeltlager gebaut. Die örtliche Polizei hat sich mit uns solidarisiert. Die Arbeiter haben sich später solidarisiert. Nino, Povel, Rave, die haben gestreikt. Und es war eine wirkliche wahnsinnige Demonstration. Und da die örtliche Polizei nicht eingreifen wollte, hat man aus Hildesheim 500 Schaften beordert, die dann so eine Art Gegenzeltlager aufgebaut haben und dann irgendwann alle unsere Leute mit Knebelketten abgeführt haben und so wurde die ganze Sache da aufgelöst. Was ich euch aber erzählen möchte, ist was anderes. Ich war damals 23 Jahre und als wir auf diesem Bombenabwurfsplatz waren, war mir zum ersten Mal richtig klar, welche Gefahr ausgeht von Atomkraftwerken. Damals gab es noch Lingen 1, das Atomkraftwerk Lingen. Das gibt es inzwischen so ja nicht mehr. Es gibt jetzt das Emsland-Kraftwerk. Und ich möchte dazu mal Folgendes sagen. Als wir gesehen haben auf dem Bombenabwurfsplatz, wie nah dieses Kernkraftwerk bei diesem Bombenabwurfsplatz ist, wie also die Jäger praktisch über das Kernkraftwerk oder kurz vorher abziehen müssen, um dann ihre Bomben abzuwerfen auf diesem Übungsplatz. Da ist mir klar geworden, in welcher Gefahr die Menschen in der Grafschaft Bentheim in Lingen, aber letztlich auch hier bis rein nach Gronau leben. Später wusste ich dann von Evakuationsplänen, die es gibt, um Nordhorn und einen Teil von Holland zu evakuieren im Ernstfall. Wenn also ein Jäger beispielsweise in die Kuppel des Kernkraftwerkes Lingen einschlagen würde. Ich habe dann damals einen Leserbrief geschrieben und geschrieben, dass wenn ein Starfighter, damals gab es noch Starfighter, wenn die in diese Kuppel des damals alten Kernkraftwerkes einschlagen würde, wenn das so wäre, dann käme es möglicherweise ja, zu einem Super-GAU. Der damalige Direktor des Kernkraftwerkes hat das dementiert, hat gesagt, das gibt es gar nicht, das ist alles abgesichert. Später stellte sich heraus, dass das gar nicht so war. Ja, Lingen 1 gibt es auch nicht mehr. Dann hat man Lingen 2 gebaut, das jetzige Emsland-Kraftwerk, mit einer verstärkten Kuppel. Natürlich hält diese Kuppel einem Starfighter wahrscheinlich stand, aber Starfighter gibt es gar nicht mehr. Gereichert sind, gehärtet sind, mit dem sogenannten abgereicherten Uran. Das klingt so harmlos und das wird hier gemacht. Eigentlich ist es eine Urananreicherungsanlage. Natürlich für Brennstäbe. Und ich will mich hier nicht wiederholen, wahrscheinlich haben meine Vorredner und ihr wisst das auch alle, was da mit Kernkraft passiert. Aber das andere, das sogenannte Abfallprodukt, was in kommt, nämlich von abgereichertem Uran, das, was eben hier hergestellt wird, was beigemischt wird bei diesen Waffen
und dann eben zu solchen fürchterlichen Missbildungen führt. Depleted Uranium ist nicht eine harmlose Geschichte. Depleted Uranium ist etwas, das in Fässern transportiert wird mit 16 mm Stärke. Etwas, was in Sibirien am Verrosten ist, weil die Firma Tenax bis 1996 27.300 Tonnen übernommen hat hier von Gronau. Dann hat es viele Proteste gegeben, auch der Menschen im Osten, die gesagt haben, wir wollen das ganze Zeug hier nicht haben. Jetzt mittlerweile, was passiert jetzt damit? Was passiert mit diesem Material? Es soll nach Pierre Latte, nach Frankreich gebracht werden. Da muss es dann über nicht enden wollende Güterzüge immer wieder hintransportiert werden. Dann wollen sie hier eine neue Lagerstätte bauen, wo dann das dort in Pierre Latte abgereicherte Uran zu Uranoxid umgewandelte Zeugs wieder hier zu lagern. Aber es ist bis jetzt noch gar nicht zurückgekommen. Die Frage ist, wo ist es? Wie wird das kontrolliert? Wird nicht möglicherweise wieder ein Teil dieser Massen, die da transportiert werden, für die Waffenproduktion benutzt? Für Leopard 2 Panzermunition beispielsweise, wo das ja auch nachgewiesen worden ist. Das sind alles Fragen, die sich einen stellen muss. Und die stellen sich mir als Pionier, als einen Pazifisten, als einen Menschen, der als Christ sagt, ich kann das nicht zulassen, dass solche Munition produziert wird und dass darüber Krankheiten entstehen, genetische Krankheiten entstehen und Krebs beispielsweise immer weiter und weiter und weiter sich verbreitet. 2007 hat es eine Studie gegeben, die gab es eigentlich schon vorher, aber die Bundesstrahlenkommission hat diese Studie da zum ersten Mal veröffentlicht, die sogenannte KIKK, also die Kinderkrebs-Kernkraftwerkstudie. Diese Studie hat eindeutig, signifikant bewiesen, dass bei allen Kernkraftwerken in Deutschland, je näher der Wohnort zu den Kernkraftwerken ist, alle unter 5-jährigen Kinder ein erhöhtes Krebs- und Leukämie-Risiko haben. Man muss sich das klar machen, dass das bewiesen ist. Und trotzdem werden diese Statistiken immer wieder verheimlicht, wird nicht drüber geredet. Aber es ist so. Sehen Sie, ich bin 20 Jahre Pastor in Schüttorf gewesen. Und Sie glauben nicht, wie viele Menschen ich beerdigt habe, die an Krebs erkrankt sind. Jetzt könnte man sagen, ja Zufall. Aber ich halte es nicht für einen Zufall, dass in einer Region nahe dieser Kernkraftwerke eben etwa des Emsland-Kraftwerkes und des damaligen sehr strahlenden Lingen-1-Kernkraftwerkes, wo es immer wieder kleine Unfälle gegeben hat. Das ist kein Zufall, dass in dieser Gegend, Emsbüren, Schüttorf, Nordhorn, dass es dort so viele Krebserkrankungen gibt. Und ich finde es skandalös, wenn darüber nicht mehr geredet werden darf, wenn so getan wird, als wäre das alles gar nicht weiter schlimm. Ich finde es schlimm, dass eine Firma wie Orenco so etwas produzieren darf, dass das überhaupt noch möglich ist in Deutschland. Es wird von Wende geredet, aber es ist ja dann gar keine Wende. Nicht? haben Nina Hagen und ich einen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben. Wir haben den nicht nur geschrieben, sondern für eine Mini-Demonstration in Berlin gemacht, sie und ich. Und dann kamen natürlich eine ganze Menge Leute auch mit und dazu. Auf diesen Brief, wo wir diese Zusammenhänge dargestellt haben, die Zusammenhänge mit Orenco, die Zusammenhänge mit Depleted Uranium, die Zusammenhänge mit Nordhorn-Range, mit dem Bombenabwurfsplatz, all diese Dinge, die missgebildeten Kinder. Wir haben ihr das alles aufgeschrieben, an einem 2 Seiten langen Brief. Wir haben bis heute keine Antwort bekommen. Und das ist skandalös, finde ich. Dass man nicht mal eine Antwort bekommt, wenn so ein Brief geschrieben wird, wenn dieser Brief hingebracht wird zum Bundeskanzleramt und es wird noch nicht einmal geantwortet. Und deswegen möchte ich hier die Gelegenheit nutzen und auch als Pastor das nochmal ganz deutlich sagen, ich werde, solange ich lebe, und mit mir viele, viele andere, ihr ja sowieso, aber auch viele andere, die jetzt nicht hier sind, kämpfen darum, dass diese fürchterliche, mörderische, höllische Produktion
von angereichertem, abgereichertem Uran, dass diese Schleuderei hier endlich aufhört. Dafür. Gut, das wollte ich gerne mal loswerden, euch sagen, und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich wünsche uns allen einen weiterhin wirklich energischen, richtigen Kampf gegen diese Sache, denn das ist wichtig. Es ist mal so gesagt, das größte Verbrechen, das geschieht mit der Menschheit, wenn durch die Spaltung des Atoms so schlimme Schäden an der Umwelt und an uns selbst, in unserer Genetik geschehen. So schlimm, dass junge Mädchen heute überlegen, sie müssten sich ihre Brüste abschneiden, damit sie gar nicht erst Brustkrebs bekommen. Wenn es so schlimm ist und wenn wir das alle wissen, dann gibt es doch nur eine Lösung. Nur eine, dass das sofort alles beendet wird. Es ist eigentlich schon zu spät, aber wie sagt man, eigentlich ist es auch wiederum nie zu spät, wenn man mit Dingen Schluss macht, die teuflisch, höllisch und gemeingefährlich sind. Macht's gut. Ganz herzlichen Dank für deine engagierten Worte und auch ganz herzlichen Dank dafür, dass du schon so viele Jahre dich gegen Atomkraft engagierst. Jetzt möchte ich Lisa ankündigen. Lisa aus Münster, sie wird uns jetzt musikalisch begleiten. Dazwischen vielleicht noch kurzer Hinweis, um 3 Uhr kommt dann der Bus und der Bus fährt dann zum Bahnhof. Was habt ihr damit unverschämt gefragt? Atomstrom ist ökologisch, doch nun sind ganze Länder verstrahlt. Irgendwie klingt das unlogisch. Licht Atomkraft schafft. Arbeit noch und nöcher, Mann, seid ihr Verbrecher, es geht nicht ohne Atomkraft, du heißt es angeblich, frag mich, wo wer die Müll wegschafft, denn Recycling geht nicht. Atomkraftwerk, das ist euer Werk, wer geht denn nicht, man kann doch anders Licht Atomkraft schaffen. Arbeit noch und nöcher, Mann, seid ihr Verbrecher, nach mir die Sinnflut, der Luxus, der Tugu, so viel Strom für scheinbar so wenig Aufwand. Möchte ich Robert Brandt ankündigen. Er ist Vorsitzender des Gronauer Ortsverbandes des DGB. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich bin trotz des immer wieder feuchten Wetters überrascht, dass doch noch eine ganze Teil Leute mit bis nach hierhin gekommen sind, um sich an den Ostermärschen zu beteiligen. Und die Ostermärsche sind ja nicht aus purem Jux heraus entstanden, unter dem Motto, wir müssen uns mal ein bisschen bewegen, sondern Anlass gab es ja in den 50er Jahren in England mit der atomaren Aufrüstung, die dann auch in der Bundesrepublik in den 60er Jahren fortgesetzt wurde. Und wenn es nach unserem ersten Bundeskanzler gegangen wäre, hätte die Bundeswehr ja auch in der Erstausrüstung schon atomare Sprengköpfe bekommen. Das wurde zum Glück verhindert, aber verhindert worden ist nicht, dass es immer wieder
den Einsatz von solchen Waffen gibt. Immer mehr Unfrieden entsteht. Und an diesem Unfrieden verdient die deutsche Wirtschaft sehr viel Geld. Und unsere Bundesregierung unterstützt dieses mit allen möglichen Mitteln. Jeder, der eine Waffe haben möchte, bekommt sie auch. Entweder direkt oder über Umwege. Und von daher müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Waffenschmieden einfach eingestellt werden. Das ist eine der Urforderungen unserer Ostermärsche gewesen. Genau, bravo. Ein gutes Beispiel hat ja gerade unser Vorredner, der Herr Terhorst, gesagt, was alles damit passiert. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Aber wir haben jetzt dieses Problem vor der Tür stehen. Wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass, wie man so schön sagt, der Geist, der aus der Flasche rausgekommen ist, auch wieder in die Flasche reinkommt. Wir müssen endlich einen atomaren Ausstieg finden. Wir haben groß verkündet durch die Bundeskanzlerin nach Fukushima ja den Atomausstieg bekommen. Haben wir ihn? Ich glaube es nicht. Weil die meisten Atomkraftwerke sind noch am Netz. Die Japaner waren konsequenter. Die haben alle ihre über 50 AKWs abgeschaltet. Wir haben nur diejenigen, die wir schon abgeschrieben haben, abgeschaltet. Und die anderen bleiben im Betrieb. Und das Frechste an der ganzen Geschichte ist ja, dass man heute die ganze Aufbereitung, sprich das Unternehmen Urenco, aus diesem ganzen Ausstiegsszenario rausgenommen hat. Und man hat auch noch eine Laufzeitverlängerung auf unbestimmte Zeit erteilt, ohne zu wissen, wohin mit dem Müll. Wohin sollen wir denn unsere Kinder und Enkelkinder schicken, wenn überall dieses Zeug rumliegt und verstrahlt durch die Gegend gefahren wird? Wir finden doch nirgendwo mehr ein ruhiges Plätzchen. Und deswegen müssen wir uns wirklich dafür engagieren, stärker gegen die Waffenlobby und gegen die Atomkraft einzutreten. Ich weiß, dass es bei uns in den Gewerkschaften Zweie gibt, die dort ein Riesenproblem haben. Das ist einmal die IG Metall, die jede Menge Arbeitsplätze in der Waffenindustrie hat. Aber wir müssen jetzt auch da einen Konsens finden, um den Ausstieg aus dieser Waffenfertigung zu finden, um Alternativarbeitsplätze zu finden. Das Gleiche müssen wir auch mit der IG BCE und Urenco finden. Nur die müssen es wollen. Wenn wir den Ausstieg wollen, können wir ihn schaffen. Aber der Wille fehlt mir im Augenblick bei den Verantwortlichen. Richtig, die denken nur an Geld. Und diejenigen, unsere Väter, Großväter, die sozusagen diese Idee der Atomenergie in die Welt gesetzt haben, die sind nicht mehr unter uns. Die brauchen sich nicht mehr um das Problem kümmern. Wir müssen uns um das Problem kümmern, dass wir diesen Müll und dergleichen wieder dahin bekommen, wo er keinen Schaden anrichten kann. Nur, da beginnt das Problem. Wir wissen noch gar nicht, wohin damit. Und solange wie man das nicht weiß, darf man nach meinem Dafürhalten auch nicht weiter neues Material produzieren. Ich weiß, dass dort sehr viele Leute, die da ihre Arbeitsplätze dran haben, frustriert sind. Natürlich. Wir müssen uns auch Gedanken über deren Arbeitsplätze machen. Aber die müssen dann auch mit uns zusammen wollen, dass es Alternativen gibt. Und wenn das nicht der Fall ist, haben wir ein großes Problem. Ja, dann das ganz große Thema Frieden, Krieg und was damit verbunden ist, ist ja das Thema Flucht. Und das ist ein Karussell, was sich immer weiter dreht. Und wenn wir nicht an der Stelle anfangen, dass wir die Waffen zum Schweigen kriegen, dass Frieden herrscht und dass wieder dann die Kraft in den Aufbau der einzelnen Länder investiert werden kann, dann sind auch viele bereit, sich wieder in ihren Heimatländern zu engagieren. Aber in der Zeit, wo das nicht der Fall ist, müssen wir denen auch die Möglichkeit geben, bei uns eine Überlebenschance zu finden, um sich hier auch vielleicht weiterzubilden, zu qualifizieren, um später dann auch entweder hier oder auch in ihren Heimatländern dann wieder den Aufbau voranzutreiben. Und in dem Sinne verstehe ich die Friedensmärsche und da gibt es ja noch einen weiteren Termin, der genauso wichtig ist, das ist der 1. September, der Antikriegstag. Und diese Tage sollten eigentlich für uns hohe Feiertage sein und Erinnerung, diese Konzerne beeinflussen.
um wieder zurückzukommen, dass die Leute, die dort in der Landwirtschaft tätig sind, auch mit ihren Produkten Geld verdienen. Und wir nicht hier unsere billigen Schweine und Hühner nach dahin schicken. Und wir haben hier sogar das Problem mit der Gülle. Und die haben das Problem, dass sie nicht überleben können. Also man könnte zwei Probleme damit erschlagen, wenn man vernünftig politisch arbeiten würde. Aber da müssen wir uns die politischen Verantwortlichen mal an den Tisch holen, mit den Tacheles reden. Und was natürlich nicht passieren darf, ist bei der Wahl, die den nächsten Jahren ja wieder anstehen, das Kreuz an der falschen Stelle zu machen. Sondern ich kann jeden verstehen, der sagt, von den Drecksäcken da oben kann ich keinen mehr wählen. Ich wähle die Tierschutzpartei, ich wähle die Grauen Panther oder Nachfolgerparteien. Aber die anderen drei Buchstaben, die kann man nicht wählen. Und wer das macht, der sollte sich das Programm anlesen. Und dort ist mehr Krieg drin als Frieden in dem Programm. Und das ist wieder genau das, wo wir uns sozusagen vor schützen wollen. Wir wollen uns vor Krieg schützen und den Frieden erschaffen. Und deswegen müssen wir auch dort aktiv werden und vor allen Dingen zur Wahl gehen. In dem Sinne möchte ich euch noch einen schönen Ostermarsch wünschen und schöne Osterfeiertage, auch wenn es heute ein bisschen geregnet hat. Ich sage, der Himmel weint, weil das Elend ist so groß. Man kann es kaum fassen. Tagespresse wollten nicht berichten. Unser Friedenskampf sollte nicht publik werden. Wir waren viele und waren guter Dinge. Wir wollten keine Soldaten, wollten keine Bundeswehr. Wenn ich jetzt lese, dass die Bundeswehr erweitert werden soll, wird mir schlecht. Beim Ostermarsch ging es immer gegen die Atombombe, gegen Krieg. Es gab aber Millionen Getöteter in allen möglichen Kriegen. Dafür sorgten Waffen jeder Art, nicht zuletzt deutsche Waffen, wenn auch nicht auf deutschem Boden. Wir, mein kleiner Bruder Gadi und ich, sind staatenlos geboren. Das heißt, ganz rechtlos. So wie die jetzt Flüchtenden und Asylbewerber. Die Millionen Menschen, die in den KZs und anderswo ermordeten, hätten überleben können, wenn die Länder, an die sich seinerzeit alle, auch unsere Eltern, gewandt haben, um Schutz zu finden, uns Verfolgte hereingelassen hätten. Aber keiner wollte uns aufnehmen. Über 100 meiner engsten Angehörigen wurden ermordet. Meine Eltern in Treblinka, alle Großeltern, Onkel, Tanten, Cousinen, Vettern, bis auf einen Bruder meines Vaters, der in London überlebte. Und durch einen Kindertransport nach Stockholm noch mein Bruder und ich. Jetzt haben wir Nationalitäten. Mein Bruder ist Engländer und Israeli geworden, lebt in einem linken Kibbutz. Ich wurde Schwedin nach langen, grässlichen Anläufen. Das Absurde ist, dass Deutschland, aus dem man schnellstens fliehen musste, wenn man überleben wollte, jetzt zum Fluchtort für viele wird, um zu überleben. Dem Rechtsruck in ganz Europa müssen wir entgegentreten. Ach, was sag ich, die ganze Welt muss sich ändern. Mit herzlichen Grüßen von eurer Peggy Panas und ein Hoch auf die internationale Solidarität. Grußwort der Kooperation für den Frieden und des Bundesausschusses Friedensratschlag an die Veranstalter der Ostermärsche. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Ostermarschiererinnen und Marschierer, der Bundesausschuss Friedensratschlag und die Kooperation für den Frieden, die zwei Dachverbände der deutschen Friedensbewegung, möchten euch für euer heutiges Erscheinen danken. Ein besonderer Dank gilt jenen, die jedes Jahr erneut die Organisation des Ostermarsches auf sich nehmen. An vielen Orten in Deutschland wird über die Ostertage ein Zeichen des Friedenswillens gegen die aktuellen Kriege und Konflikteskalationen gesetzt. Wir kritisieren die wachsende deutsche Beteiligung an vielen dieser Auseinandersetzungen. Wir sagen, eine verantwortliche deutsche Umsetzung der Menschenrechte müsste anders aussehen. Statt militärischen Eingriffen sind Projekte der zivilen Konfliktbearbeitung vor Ort zu entwickeln. Statt die Geflüchteten zu bekämpfen und verdammen, sind die Grundursachen ihrer Flucht auszuräumen. Krieg. Gemeinsam fordern wir dafür eine andere Politik, die die Beteiligung der Bundeswehr am sogenannten Krieg gegen den Terror, wie zum Beispiel in Afghanistan, Syrien, Irak, Libyen, Mali und der Türkei, beenden. Dazu gehört ebenso, den Stopp aller Rüstungsexporte aus Deutschland zu verlangen. Eine andere zivile
Eine andere zivile Projekte, gemeinsame Sicherheit und Entwicklung fördernde Politik ist möglich. Wenn wir sie heute fordern, dann setzen wir uns zugleich für gelebte Solidarität im Inneren ein, gegen Fremdenfeindlichkeit und nationalen Chauvinismus. Der Ostermarsch ist ein historisch gewachsener Ort, Zeichen für eine friedlichere Welt zu setzen. Seine Botschaft muss aber auch übers Jahr unter die Menschen getragen werden. Dass ihr das tut, dafür danken wir euch.